Oh ja, Black Metal Endurance Punk, Zwiebel Folge 41 haben wir heute. Und heute wollte ich mal EP-Teil machen. Das ist ja jetzt eh, ich weiß nicht, ob das auch mit dem Corona-Dingen zusammenhängt, aber das ist ja schon eine EP-Schwemme, die aktuell vorherrscht. Ich habe jetzt mal drei rausgekrallt, die mich da hier so in letzter Zeit ziemlich geflasht haben. Kommen wir gleich drauf zu, ne? Der aufmerksame Zuschauer wird feststellen, haben wir da ein bisschen was aufgeräumt hier in der Rümpelbude. Ist nicht mehr gar so rümpelig, ne? Wie man feststellen kann. Und ja, liegt daran, ich habe hier jetzt mal ein bisschen Zeit, weil gerade frei, Urlaub. Eigentlich wäre ich jetzt gemeinsam mit meinen Mädels irgendwo bei Seeland da oben, wo die gerade am Strand rumtouren. Ich nicht, weil sich quasi das so überschnitten hat mit dem Niff. Na ja, komm mal her. Da ist er wieder, baut wieder nur Driss, der Putzmann. Mann. Da ist er. Der hat nur Driss im Kopf. Das ist echt der Hammer. Ja, und wir zwei Herrenhaushalt jetzt für eine Woche müssen gucken, wie wir das Ding gewuppt kriegen. Ne? Also habe ich hier mal ein bisschen aufgeräumt. Gestern, wieder, wer vielleicht das mitgekriegt hat, auf Instagram habe ich meine Musikecke was umgebaut. Habe jetzt so ein Tape-Regal noch an die Wand getackert und bin endlich mal dazu gekommen, die Lino-Prinz aufzuhängen. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Was denkt ihr denn dazu? Sagt mal was. Ja, und jetzt fängt er an lecken, ich beiß da wieder. Das ist ein Kerlchen, ich sage es euch. Machen gleich wieder Spöke, ist jetzt nicht. Ach, Kollege. Und ja, da ist. Ja, dann komm auch hoch, Herr J. nochmal. Jetzt hat da werde ich mich wieder aus dem Konzept gebracht. Tape-Regal ist das eine und ja, generell geht wieder auf den Herbst zu. Ich habe dann jetzt auch mal meinen Bomtrack Hook mal soweit herbstfest gemacht, Schutzbleche dran, weil es geht ja jetzt wieder los. A, morgens wieder düster, da habe ich dann auch keinen Bock mit dem Fixie. Und nur mit der Sigma-Akkulampe da rum zu eiern und wird öfter nass und ohne Schutzbleche ist das auch Kirmes, da anderthalb Stunden im Gemüse rumzutemmen und sicknass zu werden. Da reicht das, wenn man von oben abkriegt. Also haben wir Bombtrack wieder fit gemacht, aber das war schon, habe ich letzte Woche, glaube ich, dran montiert. Von den Platten bleibst du weg, Freundchen. Ja, und die Tage werden kürzer, ist so. Hat ja auch seinen Reiz. Aber wollen wir einfach mal gucken. Wir wollen uns jetzt mal den EPs widmen. Und als erstes finde ich dieses mega starke Split-Dingen hier. Maggot Heart mit Okkultokrati. Ne, das ist der absolute Hammer, dieses Ding. Ich war auch total überrascht. Ich bin ja freitags immer so, und wenn ich aufstehe, Telefon an. Telefon an. Und dann wird ja erstmal auf Spotify geguckt, was rumreleased wird. Und da kam irgendwann, hatte ich ploppte halt dieser Okkultokrati-Song auf. Ich glaube, das war ja auf der EP der zweite, wenn mich nicht alles täuscht. Dieser Wolfssegen. Dachte, was ist das denn? Und da haben natürlich sofort geordert, das Ding, weil ich sowohl Maggot Heart als auch Okkultokrati super finde. Und ja, jetzt kam letztens das Ding an. Released ist das Teil auf Rapid Eye Records. Das ist wohl das hauseigene Label von der Linnea Olsen. Schön aufgemachtes Ding hier. Jetzt fummelt da mein Fuß rum. Der Kerl, jetzt hat er wieder seine Jecken. 10 Minuten und gleich liegt er wieder 2 Stunden da, ist am Knacken. Das ist echt der Hammer. Ja, aber sehr schön aufgemacht und
super geiles Ding. Megatart lädt halt los mit No Song. Das ist so ein richtig treibender Smasher mit einem Mega-Groove. Ne? Also wenn der jetzt irgendwo, sag ich mal, in einer guten Indie-Disco laufen würde, würden sie direkt alle auf die Tanzfläche knallen. Ne? Mit knapp 7 Minuten ballert der so durch mit einem Mords-Groove. Hammer. Also absolut geiler Song. Gefolgt von Zero Hour Day. Das ist dann im Gegensatz zu dem Anfangssong eher so ein schräger Noise-Rocker mit Garage-Appeal, würde ich jetzt mal sagen. Auch super. Du hörst auf, an dem Stuhl zu kratzen. Da hinten hast du einen Kratzbau. Ja, wie das so ist. Ne? Langweilig wird mir nicht. Ja, Zero Hour Day und ja, schräger Noise-Garage-Kracher mit dem Refrain, der so rumpeitscht. Das ist auch ein Hammer-Die. Und der dritte Song im Bunde ist Soul Police. Der geht mit so einem typischen, ich hätte es mal gesagt, so einem eingängigen Punk-Rock-Riff los. Mit so einem peitschenden Ding. Auch total klasse. Und dann im letzten Drittel kommt noch mal so ein geiler Basslauf. Ne? Ich habe ja so ein Faible für geile Bassläufe. Ne? Lütz finde ich Hammer. Passt da. Ne? Also, das liebe ich. Und da ist die A-Seite doch schon vorbei. Also, es geht relativ fix. Aber richtig schön vollgepackt. Dann rennt man hin, dreht das Ding um. Und dann legen Okkultokrati los. Ne? Also im Gegensatz zur letzten Platte ist hier dieser La Ilden Hau mich tot. Ich habe den Namen wieder vergessen, weil so kompliziert ist. Eher mit Halbgas als wie davor. Aber mit diesem typischen Okkultokrati Black Metal Post-Punk Gemisch, so richtig schön dreckig, Lo-Fi, Garagen-Style. Wie heißt der Song? Das ist nicht Wolf Segen. Das habe ich schon wieder vergessen. Nee. Jetzt habe ich Thunders Possessed. Also Leute, der Kleen bringt mich total aus dem Konzept. Thunders Possessed wälzt sich halt so da durch. Typisch Okkultokrati, halt einen Ticken langsamer wie auf der letzten, aber mega geil. Und als zweiter kommt dann dieser Wolfssegen, der, ich meine, auf Spotify wäre der mit als erster released worden von den Songs, der sich schön monoton, auch in gleicher Kerbe, da reinschlägt und einfach so dahin wabert. Ne? Also man hört einfach zu und denkt sich, boah, geil. Ne, das ist einfach. Und dann kommt schon wieder Candlemas Eve. Bisschen punk-gossiger, würde ich jetzt mal sagen, an der Stelle. Weniger metal-lastig, aber auch genauso geil. Also, ich finde es ja eh, also diese Okkultokratis, die haben so einen eigenen Stil, den erkennst du sofort wieder. Ne? Also ich hatte es ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Es jährt sich sogar um 10 Jahre, als die durch Zufall als Opener für Kai Lesser in der Bochumer Matrix gesehen habe. Und da fand ich die ja schon großartig. Ne? Wir kannten die vorher nicht, war mit einem Kumpel da. Und da haben die dann ein Set weggehauen. Das war der Hammer. Also der Sänger, der stand irgendwie nur die ganze Zeit total lethargisch an seinem Mikro rum, während der Basser so von der Attitude wie so ein Simon Gallup in den besten Jahren da über die Bühne gefegt ist, so ein spindeldürrer Typ, der Karatum, was weiß ich, da romantiert hat. Hammer, seitdem haben die eh bei mir im Stein, im Brett. Und ich muss sagen, also dieses Hammer-Dingen hier, das ist ein sehr stimmiges Gesamtkonzept und ich war auch überrascht, weil ich wusste nichts von der Verbindung. Komm, auf einmal Megatart Okkultokrati Split EP raus, die ich absolut empfehlen kann. Also hört mal rein. Haben wir die durch. Ne? Jetzt kommt die nächste.
Muss die in Sicherheit legen, sonst hat der Niffler, die sich neu gekrallt. Muss mal aufpassen. Zweite EP, da hätte ich eigentlich, also von denen hätte ich eigentlich auch eher eine LP erwartet, aber stattdessen kam eine 5-Song-EP von den New Yorker Noise-Rockern, Shoegazern, whatever, A Place to Bury Strangers, Hologram. Knüpfen soundmäßig grundsätzlich hier an der Pint an, ne, die ja auch absolut großartig ist. Legen halt mit End of the Night so einen geilen Noise Crusher los. Der kommt halt so am Anfang so ein Drumbeat-Intro, während dann halt das eigentliche Schlagzeug einsetzt und dann ein super geiler Groove-Riff, ne? Ähnlich wie bei der Megatart, bei dem Opener, die können quasi fast hintereinander laufen. Die Leute, die vorher bei Megatart auf der Tanzfläche waren, die bleiben bei dem bestimmt auch noch da, ne? Weil der verleitet einfach zum Hüfteschwingen. Mega cooler Song. I Might Have kommt dann wesentlich garagiger daher. Garagenneusiger würde ich jetzt einmal sagen, aber so der alten Schule nach. Auch mega Fetzer, halt einfach zum Mitwippen. Und dann haben wir auch noch wieder auf der A-Seite Playing the Part. Der kommt mit so einem Tremolo Soul Groove Wah-Wah, keine Ahnung, wie man das nennen will, daher. Der groovt sich halt, ne, mit dem Soul dadurch, finde ich total super. Und dann haben wir auf der B-Seite nochmal zwei Stücke, die dann eher mehr so in den Shoegaze-Part reingehen, den die ja auch bestens drauf haben und vollenden dann das Gesamtpaket, welches auch echt wieder absolut stimmig ist. Super EP. Place to Bury Strangers. Also wer die noch nicht auf dem Schirm hat, unbedingt reinhören. Also grob die Kerbe, so alte My Bloody Valentine und ja, Jesus Mary Chain, bisschen krachiger. Super. Ja, die dritte EP ist eine 10-Inch. Ich glaube, ich hatte ja in groben Zügen schon mal drüber schwadroniert und jetzt ist das Ding endlich angekommen. Das lag daran, ich hatte das in einem Paket mit ein paar anderen Sachen bei Evil Greed geordert. Ich meine, ich habe jetzt auch schon wieder ein paar Wochen hier liegen. Die Crippled Black Phoenix. Und das ist ja quasi der erste Output mit dem neuen Sänger. Wie heißt der denn? Joel Segerstedt. Zuvor noch nichts von gehört. Also bei Discogs spuckt da wohl auch noch drei Bands raus, in denen der bereits gespielt hat, kannte ich aber auch nicht. Bin auch nicht dazu gekommen, da irgendwie mal reinzuhören. Opener war ja die Coverversion Painful Reminder von SNFU als Hommage an den Mr. Cheapick. Rest in Peace an der Stelle, an den guten Herrn. Ich hatte ja, glaube ich, schon hinreichend über diesen Song erzählt, ne? Also, wenn man das Original kennt, das ist eh schon geil. Und jetzt hier dieses Zusammenspiel zwischen dem Joe Segerstedt und der Belinda, das ist einfach, das geht unter die Haut, das Ding. Hammer-Song. Und auf der B-Seite ist dann quasi der erste neue Song mit dem neuen. Da war ich natürlich auch sehr gespannt drauf. Und da muss man auch erstmal eine ganze Weile gespannt bleiben, weil eigentlich das erste, die ersten zwei Drittel komplett der Belinda gehören. Und der Song meandert sich, ich würde jetzt mal sagen, wie ein guter, mittelmäßiger Crippled Black Phoenix Song dahin, bis dann quasi die Wende kommt und der Joe reinkommt und mit dem Joe auch der Druck der Gitarren echt nochmal drei Schritte nach vorne geht. Und das gibt dem Song so eine unbändige Power. Und der Refrain, boah, hat mich echt vom Hocker gehauen. Also ihr müsst halt echt durchhalten, bis ihr erstmal dahin kommt und der Song eigentlich erstmal so richtig nach vorne geht. Absoluter Hammer. Irre.
Crippled Black Phoenix, Painful Reminder. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch kommen mag. Wenn ich das so richtig gesehen habe, waren die schon im Studio. Und man darf gespannt sein. Also der neue Gesang gefällt mir doch sehr gut. So, sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Und dann gucken wir mal, was in der nächsten Zeit so kommt. Aber ihr habt eine ganz gute Überraschung im Köcher. Aber mehr will ich dazu noch nicht verraten. In dem Sinne, macht es gut. Bis dann. Tschüss.